So, alle für Warlock, dann Warlock. Ja gut, das ist einfach. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar ein Elementardeck hin. Ich weiß immer nicht, Necrotic Geist kann so gut sein, aber oft ist er auch einfach nur ein 5-3er. Old Rogue! Ah, oh, Fire Fire Potion ist irgendwie so gut. So schlecht gleichzeitig. Fire, Hellfire? Drain Soul ist schon ziemlich gut, oder? Musik mache ich auch total gerne. Despicable Dreadlord! Rockpool Hunter. Dafür brauchen wir noch dringend 2-Drops. Nee, ist nicht Final Fantasy. Würde natürlich auch gut passen, aber ist es nicht. Siphon Soul ist mir, glaube ich, zu teuer im Vergleich zu, wenn man sich so anguckt, was wir sonst so schon haben, oder? Ich bin echt am Überlegen, lieber den Knife Juggler zu nehmen. Siphon Soul ist super. Aber passt das hier noch? Ach komm, ich kann Siphon Soul nicht widerstehen. Charge Devil's House, das gleiche Problem. Gnome Ferratu brauchen wir, glaube ich, ziemlich dringend. Shadow Bolt ist gut. Bei Flame weiß ich immer nicht so richtig. Ach komm. Shadow Flame ist super. Dann nehmen wir den Trafficker. Noch ein Shadow Bolt. Shadow Flame Nummer 2. Trafficker, der alte Ficker. Ein HP gegen zwei Angriff? Das ist golden. Aber wir haben relativ viele Elementare, aber keine Synergien. Jetzt wurden Greaser genommen. Ach, ich wusste nicht. Ah, wir haben 1000 Elementare, aber keine Synergie. Nee, ist nicht Fire Emblem. Nehmen wir den Apothecary von wegen die Heilung? Oder nehmen wir Possessed Villager? Selbst Villager ist der bessere, aber wir brauchen vielleicht eine Heilung. Naja, Fire Emblem ist ja eine extrem lange. Also, Fire Emblem gab es ja so im Grunde immer. Also, neuer und älter zugleich. Nee, das ist Grandia 2. Großartiges Spiel. Ein Dreamcast-Spiel gab es aber auch für PC. Oh, nehmen wir Mistress? Da denke ich irgendwie mal gar nicht drüber nach, aber für Warlock ist es ein super Minion. Auch eine Heilung. Hast du da liegen? Aber wir haben so viel Removal.
Kinning Banshee wird eher unterschätzt, oder? So, schmeißt eure Karten aus dem Fenster, eure Kekse und los geht's. Mach mal die Sonja weg, please. Ach so, ja, sorry. Tschüss, Sonja. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. Die arme Sonja. Kann auch nichts dafür. Wir warten mal ab. Ich sehe schon, dass wir erst Zug 3 dann irgendwie einen Shieldmaster coinen oder so. Und dann schon ewig weit hinten liegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hast du schon gegessen? Können wir bitte meine One-Drops ziehen? Oder meine Two-Drops oder meine Three-Drops? Das gefällt mir alles nicht. Boah. Er will direkt den Trade. Ich hoffe, dass Speakable Dreadlord irgendwie ziemlich krass wird. Weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ich glaube, nächstes Zug dann Karakazam. Damit machen wir hoffentlich ein paar gute Trades. Oder er tradet jetzt den und dann vielleicht auch das Speakable Dreadlord. Musik davor war übrigens Bioshock. Oh Gott, das geht mir so ewig. Ja, das dachte ich mir leider schon. Die bei den Trade macht. Drain Soul ist aber super. Cabalist Stone. Oh Mann, der mit seinem Breath of Syndragosa, aber den können wir jetzt mit Drain Soul kaputt hauen und dann Kinning Banshee. Oder Fireplume Phoenix einfach? Nee, Fireplume Phoenix will ich mir noch auf. You put me back. Binding. Wir könnten den anballern und den traden.
Ich glaube, wir können ruhig ein paar Karten discarden. Hauptsache, wir sind dann erst nach vorne auf dem Board. Auch wenn es ja schon ganz schön viele sind. Ja, klar. Das war gerade Pokémon. Primordial Drake. Oh Gott, heben wir uns Seifenzoll noch auf? Bietet sich gerade so gut an. Die Musik ist ja geil. Excuse me. You are on fire. Ah, oh, Mirror Entity wäre jetzt so gut mit dem Ding auf dem Board. Yeah. Oh man, wie gut läuft das denn gerade, bitte? Also es gibt ihm natürlich trotzdem Minion, aber mein Güte. Ah, oh, Holfin, bitte nicht, wir diskarten schon so viel Zeug. Wir kriegen ja nächstes Mal noch was Geileres. Oh nein. Ich überlege echt, ob ich den taunte, damit der beschützt bleibt. Wobei, er kriegt den wahrscheinlich sowieso nicht weg, oder? Hey Katra! Na, wie geht's? Nee, ist nicht Diablo. Ich hatte aber auch überlegt, ob es Diablo ist. Komm zurück, Alex! Wieso hat das Lama des Gegners einen Hut auf? Das ist ein Wiesel! Und ja, beim Wiesel tragen immer Hüte. Da wüsste ich jetzt nicht, warum du erstaunt bist. Ah, jetzt kriegt er ihn doch kaputt. Das war Fire Emblem gerade. Das Spiel, von dem einfach alle Musik ist, die es gibt. Wir haben so viel Removal. Possessed Villager mit Unwilling Sacrifice will ich mir noch auf, wobei wir auch den Holfin sacrificen können. Der ist echt einfach nur furchtbar. Oh! Ohoho! Ja, wir können auch hier erstmal Seven Soul spielen. Ich hau den mal weg, damit er den Schild nicht machen kann.
Und wie geht's dir heute Abend auch? Chilliger Abend. Das sieht gut aus. Yeah! Musik ist aus Dr. Mario. Irgendwie bin ich mit diesem Puzzlespiel nie warm geworden. Musik ist aber cool. Gul'dan versus Mayev. Mayev! Ich hätte ganz ehrlich gedacht, nach dem Anfang gerade, dass wir das nur verlieren können. Ich glaube, ich suche mal direkt nach One and Two Drops. Und gefunden! Imps like being on fire. They just do. Oh, da muss ich dran denken. Ich habe ja viele Jahre lang World of Warcraft gespielt und ich habe immer einen Warlock gespielt. Pitzgol, meinem kleinen Flame Imp. Der immer mit mir durch die Landschaft gedackelt ist. Ja, ja, viele Jahre treuer Pitzgol. Wie oft der versehentlich im Raid irgendwelche Bosse gepult hat, auf das alle verreckt sind. Ah, cool. Ja, am Ende von Burning Crusade war Warlock richtig, richtig geil. Da gab es ja diesen, wie hieß das Ding? Sonnenbrunnen halt irgendwie. Und da gab es einen Boss, Brutalus oder so, wo es nur ein reiner DPS-Test war. Und da war ich so bei 3000 DPS oder sowas, was irgendeine Zahl, die heutzutage völlig lächerlich ist und die damals absolut unfassbar war. Ach, das hat Spaß gemacht. Druid, Mage, Shami. Ich glaube, ich würde Druide nehmen. Ich kann dir gar wirklich nicht sagen, was momentan am stärksten ist. Ich glaube, du bist zu spät, Kalpo. Ja. Du bist zu spät. Genau, ein Tastendefest. Genau, es war nur Shadow Bolt. Einfach die ganze Zeit. Ach, das war toll. Das hat Spaß gemacht. Hat man sich noch drum geprügelt, ob man irgendwie Shadow Priest in seine Gruppe kriegt und so für irgendeinen Damage-Buff. Ach ja. Shiny! Ach, das gefällt mir alles nicht.
Ah. Das kurz jetzt war aus Wolf Among Us und das davor war Metal Gear Solid. Es war ein HWoW gespielt. Ich habe in Cataclysm mich noch hochgelevelt und dann aber aufgehört. Also noch die ganzen 5er-Instanzen und so mitgenommen und dann aber nicht angefangen zu raiden. Und Raids haben mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Und ja. Hatte gar nichts mit dem Spiel zu tun, sondern meine Raid-Gruppe hatte sich, naja, so ein bisschen aufgesplittet und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr irgendwas anderes zu suchen. Nee, seitdem nie wieder angefasst. Ich habe irgendwie bei dem Spiel echt das Gefühl, es reicht. Also man hat dann irgendwann, oder ich hatte zumindest irgendwann das Gefühl, dass man wirklich mehr gegen Zahlenkolonnen irgendwie kämpft. Und die Taktiken wiederholen sich immer alles und neu und werden nur irgendwie neu kombiniert und so. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es mehr als nur durchgespielt und alles gesehen. Falls ich auf die Classic-Server? Nee, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist New Super Mario Bros. Für Wii. Und damit kriegst du zumindest 2 Punkte. Weil das Spannende an Classic-WoW fand ich, diese Welt zu erkunden. Und ich kenne die Welt in- und auswendig. Und daher gibt es da nichts zu erkunden, leider. Legion ist ultra geil. Ach, ich. Das Problem ist einfach, dass WoW unfassbar viel Zeit frisst. Ich kann halt dann alle anderen Spiele vergessen. Das ist mir nicht wert. Die Gesamtheit an allen anderen Spielen ist einfach so viel geiler als WoW. Weil wenn, dann will ich es ja auch richtig zocken. Also wenn, dann will ich ja auch wirklich Raid-Gruppe und feste Termine und so. Ja, es funktioniert einfach nicht. Funktioniert aus so vielen Gründen nicht und ich wüsste auch nicht, warum ich für ein Spiel, wo ich das gefühlt nichts Neues mehr erzählen kann, so viel Zeit opfern sollte. Ich guck das halt an und hab das Gefühl, ich kenn's alles. Genug von Mythic. Ja, ich habe ja, wenn dann Bock, nur auf Schwierigkeitsgrad und so. Und das ist einfach so ein krasser Zeitfresser. Ja, wir haben auf jeden Fall so unfassbar viel Removal, dass er mir mit Deathwing nicht viel Angst einjagen kann. Genau. Und ich. Für mich sind es halt irgendwie die 5 Stunden Raiden viermal die Woche, die den Reiz ausmachen. Und ich weiß aber, wüsste gerade nicht, wozu ich das auf mich nehmen soll, weil das Spiel einfach. Ja. Ich würde halt auch nicht sagen langweilt, sondern es ist einfach nur so. Ja, 12.000 mal gleiche Dungeon. Ja, klar, aber halt irgendwie. Bis zur Perfektion. Aber ich meine, bestand darin nicht der WoW-Content? Gefühlt haben alles andere, haben andere Spiele besser gemacht. D-
Das ist Super Mario Kart. Willst du dir überlegen, welche Version das ist? Ich lag voll daneben bei der Version. Ich hab grad schon geguckt. Ich hab ordentlich daneben getippt. Das ist lustigerweise alles falsch. Ich habe Nintendo 64 getippt, aber das ist es nicht. Die Strecke und die Musik ist aus der N64. Aber es ist ein Remake. Und ich löse mal einfach auf, es ist für die Wii. Das Mario Kart für den N64 war ja echt das, was ich am meisten gezockt habe. Das fand ich damals so unfassbar geil. Auch mit dem 4-Spieler-Modus. Ich fand ja das Mario Kart 8 jetzt richtig geil, aber irgendwie habe ich nicht genug Incentive, um mir eine Nintendo-Konsole zu kaufen. Mal gucken, wenn ich irgendwann mal hoffentlich ein bisschen mehr Kohle habe, dann werde ich mir nochmal eine zulegen. Dann krieg Hypo Kekse? Nee, Wii U ist eine eigenständige Konsole. Das ist nicht die Wii. Das sind vor allem nicht nur eigenständige Konsolen, sondern das sind die Mario Kart-Dinger, aber sind komplett unterschiedlich. Nee, das ist halt ein Teil dessen, woran die Wii U kaputt gegangen ist. Dass die meisten Leute, selbst die Leute, die sich mit Konsolen und so auskennen, nicht gecheckt haben, dass es eine neue ist. Der Unterschied ist halt ungefähr so wie von der PlayStation 3 zur PlayStation 4. Und da, ich bin ja großer Fan von Zahlen, kann man den Unterschied leicht daran erkennen, dass eine andere Zahl dran steht. Das ist einfach ein guter Trick, um Leuten einen Unterschied klar zu machen. Mach da eine Zahl hinten dran und alle merken, okay, das ist jetzt der nächste Teil. Nee, Wii U war die Nachfolgekonsole. Fire Emblem, das kann sogar gut sein, aber nee, es ist diesmal nicht Fire Emblem. Es ist schon wieder Wolf Among Us. Wir haben heute echt viel Wolf Among Us. Xbox Scorpio, genau. I sense your struggle. Die zum Beispiel ist ja keine eigenständige Konsolengeneration. Anders als die Wii U. Das Spiel hat auch extrem viel Wirbel gemacht, aber die Songs sind auch eher... Naja, sie sind zumindest jetzt nicht das Auffälligste an dem Spiel, sagen wir es mal so. Was hat Nintendo noch nie so gemacht? Eine zweite Konsole? Nee, haben wir noch nie gemacht, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein PlayStation-Ding, ne? Das hat keine andere Konsole jemals gemacht. Hm.
Spiel, von dem gerade die Rede war, war Zelda, Breath of the Wild. Nee, ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie eine 2 hinter die Konsole machen, aber halt, dass sie den Titel so stark verändern. Ne, beim N64 und beim GameCube und so, da war für irgendwie alle klar, das ist jetzt eine neue Konsole. Aber die Wii U sah halt ja auch noch stilistisch genauso aus wie die Wii. Und die meisten Leute hatten das Gefühl, das ist halt nur die jetzt eine neuere Version von der Wii. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, 2DS von 3DS oder 3DS XXL oder so. Also ich habe das jedenfalls schon sehr oft gehört, dass die Leute nicht wussten, dass es eine eigenständige Konsole ist. Und das ist natürlich für eine Konsole furchtbar. Dread Infern oder Shadow Bolt, der Speaker? Genau, Nintendo 128. In Spielezeitschriften und so wurde die neue Nintendo-Konsole ja auch oft so genannt, bevor der Titel rauskam. Beziehungsweise der Arbeitstitel war ja dann erstmal Nintendo Dolphin vom GameCube. Und bei der Xbox 360 Nachfolgekonsole haben ja auch viele gedacht, die heißt vielleicht Xbox 27 oder so. Und haben zumindest in so Artikeln und so, wo sie halt noch keinen Titel hatten, haben sie die einfach so 720 genannt, weil dann war zumindest klar, was sie meinen. Ach, verdammt. Aber die Musik geht auch ewig, da skippe ich mal direkt den großen Teil. Weil viel tut sich da nicht. Das ist irgendwie egal, wie ich es mache, blöd. Oder befreie ich den schon mal? Ach komm, bevor er irgendwelche komischen Kombos machen kann. Nee, Mario ist das nicht. No. Shadow Bolt, Rain Soul, Loot Order. Genau. Wir arbeiten jetzt schon 4 Monate an dem Namen. Wollen wir nicht mal an der Konsole arbeiten? Der Name ist wichtig. Hinter den aktuellen Konsolenkrieg, wie sich jetzt immer gestritten wird mit PS4 Pro gegen Xbox One X. Mir ist das echt so wurscht. Top doch, worauf ihr gut seid. Ich kann ja mal die Musik auflösen. Ich glaube, viel tut sich da auch nicht mehr. Das ist Mega Man 4. Oh, ich kann Volcano Sword nicht spielen. Nehme ich jetzt echt einen Willing Sacrifice, um das Ding da zu töten? Ach, er geht face. Ich krieg's nicht kaputt. Oh, ich kann den doch nicht mit Doomguard kaputt hauen. Ich
Ach, wie schlecht. Alter, Schmerz. Ah. Pokémon Stadium? Nope. Also das löst für den nächsten Zug. Ahu? Ah, ich kenne das Minigame. Ja, stimmt. Nee, das ist Samurai Showdown. Aber ich weiß genau, was ihr meint. Ich habe auch Pokémon Stadium 1 und 2 damals gezockt. GG, wir haben es noch geschafft. Ahu. Das ist wieder was anderes. Oh, wie krass. Ordentlich abgeschmatzt. Auf jeden Fall. Das ist Donkey Kong Country. Ach, jetzt sag doch nicht Tropical Freeze. Du machst alles wieder kaputt. Ich geb dir mal trotzdem die 15. Es ist einfach Donkey Kong Country 1. Oder hast du es nicht mehr verdient? Ich weiß es auch nicht. Es ist Donkey Kong Country 1 für ein Gameboy. Das ist kein Remix, das klang einfach damals so. Kein Pokémon für Konsolen gibt mit Sommergrafik. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es... Ich glaube, ich finde es auch ganz cool. Das ist mir jetzt aufgefallen mit Secret of Mana, ist doch jetzt gerade in den Remake rausgekommen. Und ich finde es so schade, dass es aus meiner Sicht total hässlich geworden ist. Das hat halt keine gute Grafik, sondern ist halt auf dem Niveau von vielleicht Nintendo DS oder PSP und
Hat aber jetzt auch keinen, nicht so einen geilen Style wie der alte Teil. Ich verstehe es nicht. Wenn es schon für PS4 und so kommt, dann mach doch da bitte die geile PS4-Grafik. Ich glaube, du hast gegessen, oder? Ja gut, aber Digimon ist ja auch kacke. Triggered! Ich probiere es mal. Ich hätte den Dummert einfach nehmen sollen, ne? Wir werden jetzt alle sterben. Okay, ich glaube dann Shadow Flame. Ich bin jedenfalls auch Fan davon, wenn man mal irgendwelche Spiele mit geiler Grafik raushaut. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass, oh, wie geil. Dass Nintendo jetzt die Switch und den Game Boy so parallel laufen lässt. Ich glaube, ich fände es ziemlich cool, wenn die ganzen Game Boy-Spiele jetzt für die Switch kommen. Weil ich meine, die Switch ist sowieso nur cool, weil es eine portable Konsole ist. Klar, da gibt es ein paar hammergeile Spiele drauf. Aber so insgesamt ist die Grafikleistung für eine Heimkonsole halt echt unterirdisch. Und das fände ich ziemlich geil, wenn das quasi der neue Game Boy ist. Das ist Donkey Kong Country 2. Allerdings. So many possibilities. So, ja, schön mit diesem Geist und dann kommt da immer die Sekunden, muss man dann erhöhen. Der Song heißt auch Hunted Chase. Also Hunted, Haunted mit AU. Oh. Oh, ich glaube, ich smog ihn. Wir haben mit Fellfire Potion noch 5 Damage quasi in der Hand. Fünf Mana Starving Buzzard, jetzt geht's los, ey. Fire Emblem? Nee.
Jetzt wird einfach hardcore nach Fire Emblem gefragt. Oh! Nee, die Musik ist aus Turrican, Turrican 2. Oder Super Turrican 2. Wir haben die Turrican-Trilogie hier mal durchgespielt komplett, aber die Amiga-Version, die deutlich besser ist als die Super Nintendo-Version. Hey Zocker! Das ist echt ein verrücktes Deck, ey. Gefällt mir aber, macht Spaß. Put this apple on the head. Gut geht's, ich bin nur ein bisschen müde, ich habe nicht genug geschlafen. Aber ansonsten ist alles prima. Und selbst? Ich werde halt deshalb auch heute nicht so ewig machen. Nein, es ist nicht Fire Emblem. What? Wie greedy ist er bitte? Achso, na gut, wenn er den heilen würde, könnte ich den Trade machen. Okay. Aber eigentlich, ey, Dude, erst die Minions heilen und dann sich selbst, ja? Sonst nimmt es einem übel. Was ist die Bremse? Hoch. Ich check mal das Deck. Ey, wir haben so krass viel Elementare in diesem blöden Deck und es gibt einfach keine Synergie. Damage. Nee, Kingdom Hearts ist es auch nicht. Gibt's gleich wieder Ärger, weil das kennt niemand. Sora no Kiseki. Beziehungsweise Trails in the Sky heißt dieses Spiel. Das kann man aber erkennen. Ach Gott, smoken wir? Ich will eigentlich ein bisschen smoken. Das ist nicht Fire Emblem. Und für... Ich gebe dir mal 5 Tobe. Es ist StarCraft 1. Ach verdammt, du warst...
du hast direkt danach Starcraft 1 gesagt, sinnfrei. Dann bekommst du dafür nochmal 10. Das, da habe ich mich jetzt vertan. Weil eigentlich würdest du 8 kriegen. Egal, du kannst jetzt mal 10. Toba hat auch mehr bekommen, als er sollte. Das ist natürlich genau richtig. Und selbst Terran stimmt natürlich. Ja, habe ich vorhin schon erzählt, da ist halt mein Nickname her. Den habe ich mir damals für StarCraft ausgedacht. Schon ein bisschen her. Ash to Ash. For the Crusade. Ich muss so 99, 2000 irgendwie rum gewesen sein. Also es kann sein, dass mein Nickname älter ist als manche Zuschauer. Was schon ziemlich absurd ist, oder irgendwie, ne? Ja, ja, der erste. Naja, wenn man jetzt 99 nehmen würde, 18. Ich wette, es gibt immer mal Leute, die zuschauen, die unter 18 sind. Keine Ahnung, ich habe von Krieg, glaube ich, echt nichts mehr mitbekommen. Ich kann ja mal schauen, ob ich es irgendwann nicht mehr nicht gesehen habe. Nö, Kiki ist nicht mehr aufgetaucht. Raus. Aber ganz ehrlich, die Musik ist auch richtig geil, oder? Das ist auch echt so eine Klasse für sich, dass so ein altes Spiel schon so geile Musik einfach hat. Mars Carrier, genau. Ich muss ja sagen, dieses E-Sports-Zeug oder auch wie man Multiplayer irgendwie gut spielt, das habe ich damals noch gar nicht so richtig begriffen. Das kam bei mir erst relativ spät zu World War-Zeiten, wo ich dann halt angefangen habe, so Replays zu gucken von Leuten, irgendwie, die es können und so. Und selber dann Multiplayer gezockt, richtig, habe ich eigentlich dann erst mit Warcraft 3. Und dann noch echt ziemlich viel. Aber in StarCraft 2 bin ich nie so richtig reingekommen. Ich habe die Singleplayer-Kampagnen alle durchgezockt, auch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Aber den Multiplayer habe ich dann links liegen lassen. Das Spiel habe ich aktuell auch installiert und würde es gerne mal spielen. Das ist falsch, Kaipo. Jetzt dreimal verlieren. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ja, genau, Nekrof. Ich habe keine Ahnung, wie die das damals gemacht haben, aber man konnte einfach, wenn man Passwörter stumpf geraten hat, hatte man innerhalb von 10 Minuten irgendein richtiges dabei.
Hat halt dann nicht funktioniert für Online-Zocken, aber für Singleplayer-Kampagnen und im LAN hat's gereicht. Richtig verifiziert wurde es dann anscheinend erst, wenn man sich ins versucht hat, ins Bettnetz einzuloggen. Haha, ah cool. Ich habe StarCraft 2 echt eine ganze Weile verfolgt, so eSports-mäßig. Und find's auch immer noch sehr beeindruckend, aber bin halt selber dann einfach nie so richtig reingekommen. Es ist nicht Yooka-Laylee, aber du hast ja gemerkt, wie es heißt. It's playtime! You put me back! Amazing! Get in there, fight, maggot! Time to die! Go, Fireplume! Nee, es klingt wirklich mehr nach Donkey Kong 64, es ist aber Banjo-Tooie. Und da ich Banjo-Tooie halt noch nie gezockt habe und ich es aktuell installiert habe, müssen wir es eigentlich mal zocken. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Secret, ja. Eternal, ho ho ho. Ich find's lustig, Alex. You can't stop the fun. Ah, Shadow Flame auf denen ist irgendwie ganz schön viel, aber wenn wir nicht mal was machen, dann geht's nicht mehr lang gut. Wir können aber natürlich auch erstmal mit dem abwarten. Ich glaube noch nicht. Ja, das stimmt. Das ist nicht Smash. Go Shadow Flame? Nee, nicht Dr. Mario. Ich löse es mal auf, es ist Mario Party. Der dritte Teil. Zumindest kein unbekanntes Spiel, aber ich glaube, zu schwer zu erraten. Was sehr kurz ist, löse ich auch gleich auf. Fire Emblem. Nee.
Das ist Assassin's Creed, der erste. Aber ja, keine Ahnung, wie man das erraten soll. Es ist nicht alles Fire Emblem, was glänzt. Oh, Alone in the Dark. Da kenne ich nur die ganz alten. Ich habe keine Ahnung, wie die klingen. Nee, jetzt nicht Star Wars. Nope, auch nicht WoW. Oh Mann, wie viel Shadowblades hat der denn da rumliegen? Das ist der Shadowblade Master. Master of Shadowblades. Oh Gott, und wir sind schon so low. Nee, und nicht Guild Wars. Irgendwie zwei unterschiedlichen Anzeigen, was das sein könnte. Das haben beide gelten. Falls es jemand errät. Ich will ihm keine AP mehr geben. Fire Emblem. Auch nicht Stronghold, auch nicht Anno. Boah, nach vorne machen übelst krass Bass an, gerade. Hey, you wanna buy a funnel cake? Es ist Final Fantasy 13. Ich hätte auch Final Fantasy 12 gelten lassen. Das steht hier auch. Ich glaube aber Final Fantasy 13 ist richtig. Nein, er hat eine Möglichkeit, die 4 AP zu kriegen. Aber da kriege ich wenigstens auch. Sag bloß, er hat 4 Damage. Nee, ist nicht XCOM. Ah! Ach du Scheiße, ey. Go, go, die 3 HP müssen weg. Okay, na also. Nee, Metal Gear ist es auch nicht. Metal Gear ist aber ein guter Tipp. Also es klingt so, das Spiel ist ganz anders als Metal Gear. Nee, COD ist es auch nicht. Metal! Gul'dan versus Gul'dan! Your soul
For Honor? Das habe ich nicht. Glaube ich zumindest. Wusste ich gerade nicht. Nee, Medal of Honor habe ich auch gerade dran gedacht, aber nee. Ist kein unbekanntes Spiel, aber sehr, sehr schwer darauf zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand von euch gespielt hat. Ach, Manu. Könnt ihr mal gleich alle in Chat posten, wer dieses Spiel gespielt hat. Crysis oder Far Cry 1? Nee, auch weder noch. Auch nicht Destiny, auch kein Battlefield. Es ist Resident Evil 6. Da hat's irgendjemand gezockt. Ich hab's gespielt, aber auch nicht durch. Ein cooler Koop-Shooter, hat mit Horror nichts zu tun. Du hast es gespielt, Tove. Sehr gut. Ach, du hast es sogar durchgespielt. Ja, man muss ja, man hat ja so ganz viele verschiedene Charaktere und Dings und so. Man muss es ja ganz oft durchspielen. Und ja, ich habe ganz viele Durchläufe gemacht, aber nicht bis zum Schluss. Hey, Corvus! Na, wie geht's? Ich habe zwar in zwei Streams bei dir reingeguckt, aber ich habe beide Male verpasst. Ist auch schon wieder ein bisschen her, was zu posten. Wie läuft's? Smog! Nee, ich hätte mich auch nicht an die Musik erinnern können. Ah, okay, stressig. Ja, na, bei mir alles gut. Ich bin nur sehr müde, mal wieder irgendwie wenig geschlafen. Mal gucken, ob wir morgen irgendwie einen langen Stream machen. Also ich habe deswegen halt heute jetzt schon relativ früh angefangen. Wir streamen seit 18.30 Uhr. Also jetzt 4 Stunden. Mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Und morgen dann aber vielleicht irgendwie bis tief in die Nacht, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, müde. Da ist gestern irgendwie noch bis morgens um 4 an irgendwie Uni-Krams und bin dann um 7 aufgestanden. Nee, das war gerade Grab by the Ghoulies. Grab by the Ghoulies. Nee, 24 Stunden streamen geht leider nicht. Hätte ich aber auch Bock drauf, aber nee. Nee, aber morgen dann vielleicht sowas wie von 20 Uhr bis morgens um 5 oder so. Mal gucken. Wenn genügend Leute mitziehen. Oh, ein bisschen Enforcer. Ach du Scheiße. Das ist richtig gut. Nehmen wir uns mal noch auf. Side effects. I love my music. Dein Nachbarn rumst ist gerade übelst laut. Das ist Walking Dead Season 3 jetzt, die Musik. Ja, und ich habe irgendwie so ein paar trashige Ego-Shooter und ich habe irgendwie Bock, sowas mal zu zocken. Vielleicht machen wir morgen dann einen Stream, wo wir jede Stunde irgendwie das Spiel wechseln und immer mal was anderes machen. Und hätte ich auf sowas mal Bock. Ich weiß halt nicht, will ich mich um den kümmern jetzt in dem Zug? Ich glaube eher nicht, oder?
Oh, fuck. Damit geht er dann runter auf 5. Okay, ne, er kriegt ja noch die Heilung. Mal gucken, das kann jetzt gut aussehen, das kann aber auch noch gar nichts bedeuten. Er hat noch ziemlich viel Karten in der Hand. Oh Mann, ey, wir haben voll die krasse Control Warlock, gegen den wir spielen. Oh, wie krass, jetzt kann ich meine Hero Power nicht benutzen. Mal gucken. Denk mal, Random Lifesteal Minion plus 2 plus 2 und er hat einen? Fuck is this game? The gates are open. Wir haben das schon längst verloren. Was ist ein verrücktes Spiel? Wow. Deal damage to your hero equal to its cost. Hui. Geht auf 3 runter für den Spell. Ah, und kann sich direkt wieder hochheilen. Fellfire Potion gewinnt mir das Spiel. Ah, oh, ne, jetzt dann nicht mehr. Ah, Fellfire Potion hätte mir das Spiel gewonnen. Kam der Pizzaofen heute schon zum Einsatz? Nee, heute noch nicht. Ich habe aber überlegt, ob ich nochmal losgehe. Also wenn ich losgegangen wäre, um ein Bier zu holen oder so, dann wäre ich auch noch losgegangen wegen Pizza. Vielleicht gibt es morgen diese Kombination. Der goldene Weg. Ah. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Musik ist übrigens aus Dead Space 2, was man an diesem komischen Gequietsche hört, was irgendwie keiner hören will. So klingt ein Dead Space 2. Ja, wir können das auch so in der Maske. Oh Mann, wir hätten dieses Spiel gerade mehrmals gewinnen können. Aber er hatte auch wirklich Glück, dass er sich... Er hat so sich um so unglaublich viel hochheilen können. Thank you.
Kurve kriegt 2, Kaipo kriegt den Rest. Was dann nur noch 8 sind, aber egal. Nee, es ist Donkey Kong Country 2. Und stimmt alles. Es sind sowohl die Level mit dem Papagei, ich glaube, es sind auch ein paar Sumpf-Level dabei, die die Musik haben. Ach ja, aber die Donkey Kong Country 2 Musik ist so geil. Go, triff ihn! Triff ihn bitte, Toad! Was kannst du überhaupt? Also bei dem Mini nervt es auf jeden Fall, wenn man da mit dem Obsidian-Schal draufhauen muss, von daher. Das Level, wo man am Honig klebt. Nee, ich glaube, das hat eine andere Melodie. Oder? Kann noch sein. Weapon doesn't lose durability. Oh Gott, wie ewig habe ich denn das Ding bitte nicht mehr gesehen? Der Gegner hat den einen Zug gefunden, wo dieser Minion sinnvoll ist. Wow! I dream and the world trembles. Ich glaube, ich will, dass er diesen Nachteil noch hat. Alles klar, viel Erfolg, Corvus. Und ja, ich hoffe, du findest dann demnächst auch wieder Zeit zum Streamen. Aber ja, erstmal viel Erfolg mit dem Umzug, auf dass da alles klappt und wenig kaputt geht. Ich glaube, dass nichts kaputt geht, ist ziemlich unmöglich. Geht bald wieder los mit dem Stream. Sehr gut. Ihr wollt trainieren? Sehr gut. Stealth, Boys. Noch nie umgezogen. Ich bin auch erst einmal umgezogen. Aber dafür habe ich schon irgendwie 20 Mal bei irgendeinem Umzug geholfen. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Was ein lustiger Zufall. Ich weiß noch, bist du noch da, Corvus? Erkennst du das? Es wäre besser gewesen, den umzudrehen und mit Death Speaker Trade. Ja, das war natürlich jetzt einfach. Ich geb dir mal 2, Kaifu. Es stimmt nicht so richtig.
Es ist nämlich lustigerweise exakt das Spiel, was Corvus immer streamt. Es ist Heroes of Might and Magic 3. Doch, doch, das zählt. Ich entscheide hier immer noch, was zählt. Teams Willkürherrschaft. Oh nein. Ist der Trouble? Festes? Wird auf jeden Fall gerade mehr mit dem Trouble. Ich war umgekehrt spinnen, das war dumm. Hat er meine Isera einfach gesappt? Er hat noch eine Isera-Karte in Hand, oder? Achso, nein, das war ja die Laughing Sister. Oh. Das war aus dem ersten South Park-Spiel. Death Speaker, Crazed Alchemist, Shadow Flame. Ach du Scheiße. Hätte ich einfach Isera? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Oh Gott, ey, wenn ich die früher gefunden hätte. Okay, alles klar. Die Musik ist aus Mass Effect. Weiß auch nicht, ob ich es erkannt hätte. Aber irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass es vielleicht doch jemand erkennt. So. Kurz Pinkelpause und dann geht's weiter. Bis gleich.
So, weiter geht's. Richtung Finale. Danke, Alex. So. Ich glaube, von dem Spiel kommt den nächsten dritter Teil raus. Ich meine, heute irgendwas gelesen zu haben. Aber halt eine Feierpunkt für nichts. Ich würde sagen, alles weg. Wir brauchen irgendwas, was schneller ist. Zum Beispiel diesen Murloc. Sehr gut. Während mein Gegner sich noch wundert, überlegen wir schon, wie wir dann weiterspielen. Na gut, viele Möglichkeiten haben wir momentan noch nicht. Wahrscheinlich einfach der Speaker. Oh nein, es ist Mr. Mixtures. Los, Gnomenverrater, kaum meinem Gegner eine Karte. Ohne diesen Voodoo-Doktor hat er keine Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Ein Glück. Ah, spricht denn der Speak einfach nur, um Secret loszuwerden? Besser. Okay, wir wären das Secret nicht mal losgeworden. Dann tippe ich mal, dass es ein Counterspell ist oder ein Mana Bind. Ist Mana Bind überhaupt noch zwei? Es ist Mana Bind. Sehe nur ich das nicht oder spielt es wirklich irgendwie keiner? Oh no, ist der Bone Dragon. Secret hat mich noch gewarnt. Er hat gesagt, nimm den Bone Dragon. Ich sagte, nein, ich schaff's ohne Bone Dragon. Und jetzt habe ich den Salat. Told you. Fire Emblem? Nee, ist nicht Fire Emblem. Ah, ich habe so gehofft, dass ich noch Stars kriege. Ist aber auch eine ganz coole Kombination. Nee, ist auch nicht WoW. Verdammt. He wants to cast the spell. Let him cast the spell.
Nee, ich löse es mal auf. Es ist Spellforce. Ziemlich komplett an mir vorbeigegangen und wie gesagt, ich habe glaube ich heute gehört, dass es demnächst ein dritter Teil kommt, wenn ich... Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Dann muss er auf jeden Fall pingen, diesen Zug. Ach komm. Naja. Mind if I roll knee? Würfel du nur. You are not welcome here. May my ancestors watch over me. Shadow Flame lohnt sich nicht so richtig, oder? Gehen. Lass es mal ausspielen, ich bin mit dem Song aber nicht zufrieden. Mir klang's anders. Kann Fellfire Push und Dunga leider nicht im gleichen Zug spielen. Nee, Grand Kokop ist nicht. Dieses Mal nicht. Not this time. Ja, mit den ganzen blöden Secrets. Geh mir weg, du. Das haben wir eigentlich so selten für Killing Banshee gefunden. Dann ist es RuneScape. Nee, ist nicht RuneScape. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Spiel überhaupt so klingt wie der Song. Deswegen... Habe ich nämlich sehr viel gespielt und... Aber es ist halt relativ alt, damals hing es halt immer von der Soundkarte und so ab, ob das, wie das bei dir klingt. Das ist nämlich aus Mighty Magic 5, Dark Side of Xeen. Tippen dann. Ich habe nicht meine Ahnung, was für ein Spiel das sein soll. Das ist aus Kamiko. Keine Ahnung.
Ach, ich kann es jetzt verlieren, wenn ich Dread Infernal spiele. Nein. Ach, er mit seinen ganzen bekackten Secrets, ey. Lass mich! Oder gehe ich einfach face? Ich hätte einfach viel früher schon die Fellfire Potion spielen sollen, um den 5 Damage abzuziehen. Also 5 Schaden zu machen. Und Leben abzuziehen. Okay. Das Spiel haben wir auch im Stream durchgespielt. Hätte ich jetzt aber auch nicht erkannt. Das ist nämlich Darksiders 2. Gul'dan versus Anduin. The light shall bring victory. Your soul shall be mine. Oh, Coin Grave Digger into Coin. Coin Grave Digger into Coin. Das sag ich zum zweiten Mal falsch. Also Zug 2 halt erst den Grave Digger und Zug 3 den Death Speaker. Wäre eine super Kombo. Ach man, ey Leute. Es tut mir echt leid, es ist noch nicht so spät, aber ich muss ins Bett. Wir werden diese Arena auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Aber ich merke, wie es einfach zu Ende geht. Genau. Coin Grave Digger into Coin. Nee. Moment. Coin Grave Digger into Coin. Nein. Das war nicht schlecht. Es geht zu Ende. Trauerstream für Beam. Es ist vorbei. Oh, wie nervig diese blöden. Ja, dann friss halt den scheiß Tortulan-Typen. Genau. Direkt die Beerdigungsmusik mitgebracht. Ein Spiel, was mir so gar nichts sagt. Ach du Scheiße! Na okay, aber den kann ich jetzt im Fallpunkt für nichts killen. Eingeschliffert, ja. Zumindest bis morgen. Das ist absurd viel Removal, bis er aus dem Bett fällt. Ich hab
Dafür nehme ich jetzt so ein Unwilling Sacrifice, oder? Ja, indem ich halt dann extrem müde bin, Kaipo. Geht alles, man geht halt dann nur ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Motivation aufzustehen? Na, ich muss zu Uni. Die Motivation ist damit, irgendwann mal fertig zu werden. Nee, von mir aus würde ich nicht um die Uhrzeit aufstehen, keine Sorge. Ja, ich habe jetzt vor, doch irgendwann mal mit irgendwas mal fertig zu werden. Und dementsprechend, muss man dann auch mal irgendwo hingehen. Was halt auch so ein bisschen der Grund ist, dass alles momentan ein bisschen seltener ist und so. Bisschen weniger Zeit für Stream und YouTube und sowas. Naja, ist ja nicht jeden Tag, Alex. Ist ja schon die Ausnahme. Und am liebsten würde ich dann auch direkt irgendwie danach nach Hause kommen und ins Bett fallen, aber dann ist einfach der Tagesrhythmus so im Arsch. Nee, ist nicht Bioshock. Das ist auch so ein Song, der öfter mal kommt, den auch niemand errät. Weil das so ganz weit weg ist von dem, was man erwartet. Ja, es passiert mir aber auch, Kaipo. SpongeBob. Nee, es ist Silent Hill. Silent Hill Downpour. Es wird witzigerweise immer mit allen möglichen Spielen verwechselt, weil die Musik auch so untypisch ist. Mann, jetzt liegt 3 Minions dazu. Ich hab den MC-Tag auf der Hand. Blood Amp. Der Priester, ey, what the fuck? Ja, klar.
Da sollte ich mich dann auch um so Sachen kümmern, aber... Da muss ich nirgendwo hin. Zumindest nicht zwingend. Oder geht das noch irgendwie? Brothers, heed my call. Brothers, heed my call. Das Spiel hat irgendwie extrem geile Musik, auch wenn es insgesamt nur so mittel war, aber die Musik war super. Ich dachte schon, er spielt jetzt immer noch um MC Tech rum. Also nicht, dass es jetzt noch was bringen würde. Nee, ist nicht Sims. Nee, das habe ich im Stream durchgespielt. Das will ich bei Sims nie tun. Es vielleicht auch witzig wäre. Kann man Sims durchspielen? Ich weiß nicht, haben wir einen Sims-Experten im Chat? Wahrscheinlich eher eine Expertin. Sims kann man nicht durchspielen. Okay. Könnte man für so einen Franz-Stream, würde ich irgendwann mal machen, aber ich hab's halt nicht. Gibt es irgendwie 1000 Add-ons? Let's eat. Ja, er wird jetzt einen traden, dann muss ich Fireplum Phoenix nicht Zug spielen, obwohl ich eigentlich Killing Banshee gern spielen würde. Ich glaube, ich muss mit dem Deck einfach mehr Druck machen. Wir smoken ihn jetzt mal ein bisschen mehr. Den muss ich jetzt erstmal durch. Dann spiele ich, glaube ich, jetzt auch erstmal Killing Banshee. Oh, fuck. If I'm off.
Ja, wir verlieren Kriegskarten. Naja. Das ist immer nicht annähernd so schlimm, wie es aussieht. Ah, ich glaube, jetzt muss ich schon Fairfire Potion spielen. Oder? Vielleicht kann ich es auch noch rauszögern. Ist halt irgendwie doof, das Board zu clearen und dann nichts nachlegen zu können, weil dann hat der nächste Zug eh wieder die Initiative. Oh, fuck. Okay, dann trade for fire. Können wir sogar was nachlegen. Oh, werde ich jetzt wieder durch Secret zerstört? Kann ich bitte gleich den Doomguard ziehen? Vielleicht bin ich der Einzige, ich mag irgendwie voll die Musik von dem Spiel. Verrücktes Japano-Zeugs. Oh, du hättest ein Gold, sieht ja geil aus. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei Shadow Flame. Wenn ich das jetzt auf den mache, gilt da ein Lifesteal für jeden Schaden, der dadurch verursacht wird? Eigentlich nicht, oder? Shadow Flame. Weil Bloodworm ja nicht den Schaden macht, sondern Shadow Flame. Spell Damage funktioniert ja auch, oder? Und bei Betrayal würde es gehen. Ein verrücktes Volk. Naja, siehe die Spiele von denen. Wie gesagt, die haben im Grunde so die komplette Videospielgeschichte. Ja, ich würde sogar am Anfang sagen, alleine gemacht. Also die haben schon sehr viel verrückten Kram. Aber ja, halt nicht nur. Ich so an Zelda und Donkey Kong und so denke, so.
Also wirklich, wenn man so die Musiken hier durchgeht, so 90% von den Sachen, die ein bisschen älter sind, sind alle japanisch. Ja, die Sache ist halt in der Historie, dass ja nach dem großen Videospiel-Crash gab es ja halt eine Weile nix und Nintendo waren halt so die ersten, die dann angefangen haben, wieder Videospiele zu machen. Oder halt Konsole. Videospielkonsole. Und ja, die haben es dann halt einfach eine ganze Weile irgendwie dominiert. Da gab es halt dann noch Sega und Sony. Aber es ist halt natürlich auch alles genauso jetzt an. Ja, mal gucken. Wenn ich jetzt was richtig Geiles ziehe, glaube ich, dann können wir es noch schaffen, wenn ich jetzt Karakazam finde. Aber ich denke mal, die Kasakus Potion, die besiegelt das jetzt. Ja, 2-6 ist leider auch saugut. Und Spell Damage. Das war's. Schade, ich hatte zwischendurch echt gedacht, das wird so ein 12er Run, aber ich war jetzt am Ende auch leider wirklich nicht mehr konzentriert. Ich bin müde, ich muss dringend ins Bett. Ja, auf jeden Fall kein schlechter Run, hat eine Menge Spaß gemacht. War ein geiles Deck. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja sogar noch irgendwas Cooles. 210 und eine Münze. Ab ins Bett. Naja, schade, nur ein Standardpack. Aber sehr geiles. Sehr geiles. Genau. Gute Nacht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ja, sorry, dass ich heute nicht so lange durchgehalten habe. Wie gesagt, wenn alles klappt, machen wir vielleicht morgen einen längeren Stream. Ich kann nur noch nicht versprechen, was wir da zocken werden. Ich habe halt eigentlich Bock auf irgendwelche trashigen Sachen. Vielleicht machen wir es aber auch einfach genau wie heute. Oder halt wir wechseln vielleicht zwischendurch einfach mehrmals, dass man vielleicht wirklich jede Stunde das Spiel wechselt. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Hat eine Menge Spaß gemacht. Gute Nacht euch allen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Gute Nacht.